Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ocean World Eden Crafter. Hi! Mit, ihr könnt alle lesen, Nobody zockt. Richtig. Oh, Jutta. Steht über mir. Ja, der Air Jump. Dante zockt. Yeah, baby. So, das habe ich letzte Folge mal gebaut. Mal gucken, ob das die Welle überlebt. Was denn? Na, hier mein Monument. Ah ja, da bin ich echt gespannt. Mein schwebendes. Da bin ich richtig also gespannt. Also nicht in der Folge, aber nach der Folge auch. Durch einen dummen Zufall. Ich wollte es eigentlich so gar nicht bauen. Komm ich nicht hoch. Und Nobody hat mir eine größere Sauerstoffflasche geschenkt. Da war ich richtig happy. Ja, so ein bisschen Sauerstoff ist nicht verkehrt. Schon der ganze Schwefel weggerotzt hier. Ja, müssen wir unbedingt Neues. Auf der anderen Insel haben wir das Vorkommen. Jetzt gehe ich gerade mal Richtung Kobalt, dass ich uns das Kobalt hier rüberleite. Ah, okay. Weil das brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend. Brauchst du eine helfende Hand oder sowas? Das müsste gehen. Ich bin jetzt auch gleich da. Ich hole dasselbe Vorkommen wie in meinem privaten Spielstand. Ja, ich suchte das Spiel. Ich habe schon einen Therapeuten aufgesucht, und zwar den Developer vom Spiel. Den Developer vom Spiel? Er sagt, man kann nichts daran tun. Ich soll weitersuchten. Und du musst dich gedulden, es kommt nicht gleich morgen raus. Nein! Schweig still! Warum? Ich will's morgen haben. Warum ich will's morgen haben. Ja, ich weiß, dass du das morgen haben. Ich weiß, dass du das morgen willst, aber du kriegst es morgen noch nicht. Okay, ich nehm's auch übermorgen. Scheiße, ich bin los gerade und hab übelst die Taschen voll, ey. Das ist also los. Ja, das ist in dem Spiel sehr schnell passiert. X, wenn du Krempel hast, den du wegschmeißen willst. Okay. Boah, das, von oben sieht das unten aus, die Verbindung von der Glaskuppel bis zu den Frachtcontainern, als ob du so einen Kreis fast ziehen würdest. Ja. Hier ist auch nochmal ein großer Felsen. Warte mal, kann ich eigentlich noch so einen Bohrer besteln? Scheiße, mir fehlen die Getriebe, Kacke. Ich glaube, der Basalt gibt noch einen ganz speziellen Beton. Ja. Einen ganz besonderen Beton. Aber wir brauchen ja erstmal normalen Beton. Ja. Also Beton. So. Dingskirchen ist gesetzt. Beton. Jetzt müssen wir langsam hier rüberkommen. Alter, achso, geil. In der letzten Folge ist uns aufgefallen, dass die, in der letzten, wir haben ja nur eine gemacht, ist uns aufgefallen, dass hier die Sonnenkollektoren weg waren. Das ist ja nur Tier 1. Stimmt, ja. Tier 2 bleibt stehen, ja. So. Ja, ich freue mich, wenn Kobalt da ist, dann kann ich mehr machen. Und wenn wir erstmal überhaupt das Fahrzeug machen können mit dem Bulldozer, dann geht das Terraformieren hier recht zackig voran, Junge. So, ich sollte mal ein bisschen Ordnung schaffen. Aber Felsen müssen wir trotzdem selber sammeln. Ja. Dann aber nicht mehr so ein Hexenwerk. Ich weiß. Guck mal, es wird schon grün. Ja, tatsächlich. Es wird schon grün. Aber hatten wir nicht noch so ein neues Ding gekriegt gestern? Oder? Jetzt wo du es sagst, ja, hier diesen, diesen Zonendünger. Genau. Der soll noch effektiver sein, aber man braucht beides generell. Ja, ich weiß. Aber den könnten wir ja auch nochmal mit hinstellen. Ah, der braucht ja auch wieder Wasser, ne? Ja. Auf jeden Fall. Und was wir überlegen sollten, ich weiß nicht, ob das machbar ist. Ich muss mal kurz hier in einen dieser Teilproduzenten gucken. Genau, wir können auch das Essen automatisieren, ne? Ja. Das sollten wir dann auch mal in Angriff nehmen. Da kommen wir nie in Verlegenheit. So, hier, meine Lieben, muss ich sagen, hat das Förderband einen ganz wilden Weg genommen. bei mir im Spielstand kam es nun da, wo ich jetzt hingucke. Eigentlich ziemlich gerade die Strecke, aber hier, boah, kann man mal machen, ne? Das ist ja auch mein Spielstand, nicht deiner. Ah, huhu.
Nein, das ist unserer. Der gehört uns beiden. Das würde ich auch gemeint haben. Ich verwalte ihn bloß auf meinem Rechner. Genau. Ich komme nicht dran. So, euch kann ich hoffentlich noch upgraden. Das ist wie mit den Alimenten, Papa. Ich kann ja den Dings nicht bauen. Was kannst du nicht bauen? MK2, da brauche ich hier den Veredler. Veredler. Ja, den brauchen wir ja ganz dringend. Eisenbalken 4 Stück. Motoren, glaube ich, 4 Stück. Wann gibt's denn den Veredler? Den können wir jetzt eigentlich machen. Wir brauchen nur die Zutaten. Okay, dann machst du den Veredler. Ich übernehme den Zonendünger. Gefiltert, was ist denn das schon wieder? Ah, dafür brauche ich Schwefel. Ja. Haben wir Schwefel da? Ja. Sehr begrenzt leider nur. Wir brauchen auf jeden Fall eine mobile Batterie, dass wir hier abheben können. Sonst sind wir gearscht. Gearscht? Ja. Richtig, so richtig tief hier Arsch. So richtig tief hier Arsch. So. Was baust du? Soll ich 2 Stück bauen? Oder? Ich brauche ja nur einen, reicht das. Zement 4-mal, das sollte gehen. Ne, habe ich nicht in der Tasche, habe ich hier drin. Hier. 5-mal sogar, okay. Da, tschüss. Dann brauche ich einen Rotor und 4-mal Gefilter. Boah, echt jetzt? Was denn? Echt. Alles blöd. Oh, warte mal, habe ich jetzt Scheiße gebaut? Habe ich jetzt Scheiße gebaut? Weiß ich nicht. Nö, ich hab's richtig gemacht. Rotor. Manchmal zeigt das Spiel es nicht richtig an. Gummiriemen. Ein Rotor. Ein Rotörchen. Gummiriemen kann man sich merken, kann man eigentlich immer 2 Stacks machen. Also ich bräuchte doch mal 10 Schwefel, wenn du welche da hast. Ja, ich hoffe, wir finden noch welche. Weil sonst haut das, glaube ich, mit der Batterie nicht hin. Achso, ja, dann mach ruhig deins, dann geh ich da mal gucken. Alles gut. Nee, hier, ich pack's dir rein. Ich weiß nicht mehr, wie viel das kostet. Die sind in der Kiste. Hab ich die Riemen gemacht? Okay, ich hab Riemen. Perfekt, ich kann es bauen. Bedeutet, den stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Im Notfall kann man nochmal einen Platz ändern, ist ja nicht das Ding. Genau. So, das. Hallo. Oh ja. Das, dann kommt der. Habe ich noch was in der Tasche? Weiß ich nicht. In the Tasche. Bitteschön, machen Sie so. Ach, der stimmt, Sheet, der braucht ja was. Der brauche ja was. Was denn? Oh, die Welle ist nah, sehe ich gerade. Der braucht Wasser. Wer? Hier, der Veredler, der braucht Wasser, sonst klappt es nicht. Ach echt, ja? Ja, und ich würde sagen, ich sammle mal die Sonnenkollektoren ein. Mhm. Weil es kostet hier was, ne? Ist nicht alles umsonst. Ich hab das Kobalt wirklich unterwegs. Ah doch, da hinten, ich sehe es. So, Ah doch, wir können die Energiezelle machen. Dafür brauchen wir 5 Schwefel, in der Tat. Gut, super. 10 raffinierte Kobalt und 5 Schwefel. Können wir ja einen Angriff nehmen, wenn man hier, wenn die Welle überstanden ist. Okay.
Was kannst du nicht teilen? Ich kann das nicht teilen, splitten. Achso. So, liebe Welle, macht dein Ding jetzt hier. Ich will weiter craften. Komm, ich craft mir einen Schwimmring, Schwimmreif, Feature Engine und geh raus. Quack, quack. Naja, aber das letzte Mal noch hier. Oh nein, die Welle, die Welle, die Welle. Ist er jetzt? Du musst ins Spiel eintauchen und in die Welle. Du musst in das Spiel eintauchen. Aber. Der war super. Der war richtig gut. Du musst eins mit dem Spiel werden. Eins. Ja. Jetzt wird es gerade eins mit uns. Ja. Wenn du schon oben am Berg stehst, ist es hoch. Aber wenn du jetzt die Welle siehst, ist das noch niedrig. Oh ja. Oh nein, die Wasserpumpe ist weg. Oh nein. Sie pumpt die Welle ab. Sie pumpt die Welle ab. So Wellen. Also so Wellen sind nicht unrealistisch. Ne? Wir wissen ja jetzt nicht, wie nah, guck mal, der Mond, wenn das der Mond ist, wo ich gerade gesehen habe, wenn der dafür verantwortlich ist, der ist deutlich näher. Der kann dementsprechend eine sehr hohe Gezeitenkraft ausüben. Und wenn die Schwerkraft vom Planeten geringer ist, dann ist was auch möglich. Also. Wissen, was ich mir gerade vorstelle? Was? Wie sie alle vom Bildschirm kleben und dann fängst du jetzt mit Astronomie und Physik an. Ja, genau. Was mit dem kaputt? Ja, ich hab's nur erwähnt, weil ich jemanden gehört habe. Das ist unmöglich. Deswegen. Achso, ja, okay. Ah, ja. Und mal davon abgesehen, wenn Asteroid einschlägt im Wasser, dann hat man noch was viel Größeres als das da. Weil sogar die Welle hier ein Spielzeug geben. Das stimmt. Kommt aber auch auf die Größe von dem jeweiligen Objekt drauf an, oder? Richtig, aber bis zu 38 Kilometer sind theoretisch machbar. Und das musst du dir reinziehen. 38 Fracking-Kilometer. So, Kobalt kommt. Muss ich warten. Das können wir dann auch bald machen. Den will ich machen. Ach so, blind. Ich brauche nochmal zwei Rotörchen. Rotörchens. Und ein Gummiriemen, gib mir den Gummiriemen. Ja, und das muss ich immer in den Aufnahmepausen ertragen. Aber ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Alles Knorke, Leute, alles Knorke. Ja, wie sagt man immer so schön? Es ist ja nur Spaß, nicht? Zwinker-Smiley. Das hast du jetzt gesagt. Alles gut. Gibt's. Ich hoffe, dass das später dann in die Early Access kommt, dass die Sachen stacken automatisch. Wenn du was im Inventar hast, ne? Mehrere, ja. Sachen, ja. Dass die sich dann automatisch kombinieren, weil jetzt muss man mal ein Auge drauf haben. Inventarplatz ist Mangelware. So, wo soll ich denn den Zonendünger mal hinstellen? Wo er jetzt nicht gerade im Weg steht. Ich würde den vielleicht so hinter das Förderband da hinten, hinter das grüne Förderband. Ja, hier muss ich hin. Da muss ich hin. Da muss ich. Was? Also von der Base aus dahinter meinst du jetzt? Genau, also Richtung offene Stelle da hinten. Wenn du von der Kuppel Richtung Berg, Richtung links da hinten guckst. Also quasi, wo ich jetzt hinrenne. Ach, da meinst du? Genau, so noch so ein Stückchen weiter. Dann hat man eine gute Referenz, wie das Ding funktioniert, ne? Im Vergleich zur Kuppel. Also zum, hier, zu dem kleinen, zu der Kugel, Bodendünger. Kobalt kann ich noch nicht einsammeln, aber ich werde das jetzt craften. Bada-bing, bada-bum, bada-bang. So, make it so.
Make it so. Aber guck mal, das Gewächshaus, das Baum im Gewächshaus hat auch schon einen ganz großen Radius. Ja. Wir waren, glaube ich, ursprünglich bei 3,3% Sauerstoff vorm Terraformieren. Ne? Ja. Das muss man immer so im Köpfchen haben. So, reicht das jetzt oder braucht er der 2? Ich weiß es nicht mehr. Er braucht noch ein Zement. Sauerei. Ein Zement. So. Aber nur ein. Und welche mehr? Und welche mehr? Wehe. So, die setzen wir mal hier hin. Dann setzen wir die dahin. So, was mache ich denn hier eigentlich? Was warte ich denn? Ich brauche doch Eisen, Mensch. Auf die Eingebung. Ja, wahrscheinlich, die hatte ich gerade. So, wir haben jetzt Kobalt, Senior. Sehr schön. Also kannst du jetzt losgehen, meinst du? Jetzt wird's ernst. Na, muss ich doch da einziehen. Ich will aber damit nichts zu tun haben. Wie diese Anspielung immer funktionieren. Das ist gut. Ich glaube 10 Stück waren es, oder? Brauche ich 10 Stück oder 8? Werden wir gleich sehen. Erstmal einen Schluck Tee trinken. Ah. So. Dette. Ja, richtig. Hast du noch ein bisschen Schwefel übrig, bitte? 5 Stück? Achso, ja, 5 Stück habe ich, oder? Das wäre gut. Wie der? Denn. Tada! Eine Energiezelle fürs Fahrzeug. Nice. So. Controller, Dampfwalze, Schiffsplattform. Und das war's. Ja, ich kann leider keine 2 Batterien machen. Aber Schwefel ist krass, dass wir wirklich nur so wenig Schwefel haben. Ich bin am Überlegen, haben wir noch irgendwo anders Schwefel gehabt? Oh, Schiffsplattform, cool. Ja, auf der anderen Insel. Ja, da haben wir Schwefel en masse. Ja, du kannst doch jetzt rüberfliegen. Ja. Da müssen wir uns Material für Constructor, Energie, weil die nicht bis da drüben reicht. Und ein Container. Die Materialien, so habe ich das auch bei mir gemacht. Und dann hat man erstmal hier noch. Hier noch. Also, brauchen wir nochmal Eisenplatten, Eisenstangen. Eisenstangen habe ich eigentlich genug hier, krass. Eisenplatten müssen wir nochmal machen. So. Eins, zwei, drei, vier. Cool. Wo bist du? Zweimal Gang. Gang hatte ich doch, oder? Ich hab. Hä? Brauchst du 4 Gang? Vier Gang. Manchmal braucht man auch nur 4 Gang. Hier ist auch Dampfwalze, die wir schon jetzt bauen könnten. Tatsache, 4 Gänge. Bauen wir hier. So, dann brauchen wir noch 4-mal Zement. Das nehme ich nicht hier an der Kiste. So, gut. Und dann könnten wir schon mal den fortgeschrittenen Bergmann bauen. Das ist schon mal geil. Dann wollen wir ja auch einen Container haben. Den können wir auch normalerweise bauen. Da brauchen wir 20 Eisenplatten. Deswegen, wir brauchen viel mehr Eisenplatten, dass das überhaupt hinhaut.
Die müssten jetzt hier fertig sein. Mal aussortieren, das brauche ich, nicht. Ciao. Weil so viel Stuff hat keinen Sinn. Das. Gut, also check. Da habe ich mehr als genug. Dafür habe ich mehr als genug. Und Energie ist jetzt die Sache. Die könnte ich mir auch machen. Aber, das ist das Aber. Und weißt du was, wir sind doof. Was denn? Ich sag pauschal, wir sind doof. Weil okay. Ich es bin. Achso, willst du nicht alleine drunter leiden, ne? Deswegen ziehst du mich mit rein. Ja, richtig. Mit gehangen, ne? Bist du überhaupt? Sind draußen. Überprüfen, was ich noch kaufen. Bälle sagt, alles gut. Eisenstamm fällt jetzt. Ja, das war klar. 5 Stück hätte ich noch im Angebot. Die hier, ne? Gucken wir mal kurz. Also, Eisenstangen dafür reichen. Platten reichen. Das reicht. Ja, ich hoffe, ich habe mal ein Stack mehr mit. Und die Energie. Reicht auch auf jeden Fall. Bedeutet, ich muss jetzt mal kurz gucken, was kann ich hier gut sein lassen. Einmal ein bisschen Platz, weißt du was, komm. Bis dahin, okay. Das hier, den Notfall können wir es da drin lassen, das holen wir raus. It's dark. So, wollen wir? Jo. Ich bin schon da. Kann ich überhaupt mitfliegen? Ah, fuck. Stimmt. Ja, wenn nicht, dann flieg los. Ich mache hier weiter. Ja, das ist aber blöd. Warum? Das ist ein Prolog. Ja, weißt du was? Ich beeile mich. Ja, ist doch gut. Kein Stress. Steuerung ist ein bisschen knibbelig. Oh. Und da fliegst du davon. Ich eier davon. Nein! Wieso tust du? Ich switche zum Controller. Ist wohl schwierig zu flyen. Ja, mit der Maus finde ich das gerade. Geh doch runter. Die Maus runter, jetzt müsstest du auch runtergehen. So, was können wir hier denn jetzt noch machen? So, liebe Liebende, das war. Naja, Kupfer. Ich bin verguckt. Sheet. So, das ist eine Batterie. Aber was tut man nicht alles für Schwefel, ja? Ja. So, ich sollte mal was essen. Was war das gerade? Das richtig gelesen mit kerniger Geizheit? Ich hab gerade Uran eingesammelt. Yo, Rain. Ja, es hat sich auch gerade noch ein bisschen was freigeschalten. Yippie! Überall Uran. Ich empfehle euch auf keinen Fall Uran ins Schiff zu packen. Denn ich hatte die böse Überraschung,
Warum ziehst du nicht hoch? Ich hatte die böse, böse Überraschung, als ich das in meinem Spielstand gemacht hatte, war es weg. Es ist weggeklitscht. So. Ja, wo ist es denn? Ah, da. Ach ja, machen wir das. Einmal. Dann kommt das. Aber die jetzt. Hä? War das vorher? Ach nee, das waren vorhin die Klee, ne? Die Solarpanel. Die du nochmal eingesammelt hast. Ne? Das waren die Kleinen. Jetzt habe ich die Große noch extra gesetzt. Dette und jetzt. Och, Eisenbalken fehlen. Ja, jetzt müsste man. Jetzt müsste man MacGyver sein. So. Ja, egal. Ich setze erstmal das kleine Panel hin, provisorisch. Lass erstmal ein bisschen Schwefel hier reindüsen. Guck mich gerade um für mehr Uran. Oh, da unten ist welche. Jetzt müssen wir aufpassen. Was passiert? Ich weiß nicht, ob du das schon mal rausgefunden hast. Mhm. Was ist los, wenn die Welle kommt und dich hier tötet? Dann ist das Schiff ja hier auf der Insel. Ja, das wird aber nicht passieren. Oder bist du im Schiff sicher, weißt du das? Ja, das Schiff bleibt da auch stehen. Das ist da auch jedes Mal noch da. Sonst wärst du schon weg. Ja, ich weiß. Aber ich sehe noch. Weiß nur nicht, ob es so eine Art Collision Hitbox gibt. Nee, das glaube ich nicht. Weil wir haben doch auch schon am Strand gestanden und haben danach ganz normal weitergemacht. Wenn du weißt, was ich meine. Mit dem Pfirsich ohne Beine. Was denn? Kontenance? Kontenance, genau. Kenn ich nicht. Ich würde mal sagen, machen wir wieder eine lange oder eine kürzere Folge? Ja, wir machen heute mal eine kurze. Okay. Wir können das nächste Mal wieder länger machen. Dann sparen wir uns das für die nächste auf. Genau. Wir müssen schön sparen. Nicht alles auf einmal verkloppen. Geizhals! Ja. Das muss der Mond sein, der dafür verantwortlich ist. So riesengroß wie der da ist. Krass. Welcher? Von mir aus gesehen ist der jetzt Nordosten. Der ist gerade am Untergehen. Das ist ein riesen Hoshi. Die könnten aber viele Lösungen finden, statt hier Rakete etc. Die könnten erstmal so eine Tier 1 Lösung finden, nenne ich das mal. Mhm. Wie heißt das? Korallen ansiedeln überall. Ach hier, Tierchen, ja. Nee, also als Tier, als Stage 1 kannst du auch sagen. Ach so. Weil, nehmt euch mal das Great Barrier Reef in Australien, ne? Das hält sehr viele Wellen ab. Okay, das stimmt, ja. Das wäre so eine Stufe, wo die machen könnten. Weil den ganzen Mond direkt, ne, ist schon ein bisschen. Ja, aber denk dran, es ist ein Spiel. Ich weiß. Und ein verdammt gutes eigentlich sogar. Das auf jeden Fall. Ich will da nichts Schlechtes gegen sagen. Mhm. Au contraire. Nur ich will den Mond behalten, er ist so schön. Aber Freunde, ich würde sagen, das sollte jetzt für den weiteren kleinen Einblick, sollte das mal in das Spiel reichen. Wir können ja, wie gesagt, das nächste Mal wieder mal eine längere Folge machen. Ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch übrig zu sagen, wenn es euch gefallen hat, dann immer schön Feedback da lassen, vielleicht auch noch Hilfe, Tricks, Tipps und wie ihr das Spiel vielleicht spielt, wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Und ja, genau, dann kommen wir jetzt wieder zum Folgenden. Eigentlich wisst ihr ja Bescheid, Abo, Glöckchen, Däumchen, Kommentare. See you later, Alligator. In the world, Crocodile. Ciao, tschüss und danke.